Eigentlich wollte Ibrahim Breim nur Menschen ein gutes Gefühl geben, denen es sonst nicht so gut geht. Er selbst ist als Geflüchteter nach München gekommen und er weiß, wie es ist, um das Nötigste zu ringen. Dass er jetzt dafür den Preis Münchens ausgezeichnete Unternehmen bekommt, macht ihn glücklich. Das ist ein Moment, das ist, kann man nicht beschreiben, ehrlich. Ich habe nie gedacht, dass ich so weit komme. Und dass ich heute nominiert worden und dabei sind mit so vielen schönen anderen Firmen. Und die haben auch für Menschen gemacht hier in München. Und das ist auch toll, finde ich. Das ist auch ein Rückblick, ein Feedback, man bekommt. Das ist auch nicht schlecht. Mit seiner Aktion Herz für Rentner haben Ibo und sein Team monatelang den Münchner Rentnerinnen und Rentnern kostenlos die Haare geschnitten. Davor hatte Ibo bereits über 7000 Ukrainerinnen und Ukrainern umsonst in seinem Laden bedient. Besonders mit dem Aspekt des etwas zurückgeben wollens hatte Ibo die Jury für sich gewinnen können. Was er alleine mit seinem Team auf die Beine gestellt hat. Sie haben diese Aktion ja dann auch noch verlängert. Und ich habe in der Presse ein paar Videos auch gesehen, die da eben mit über Links mit integriert waren. Und es war einfach beeindruckend zu sehen, was das in den Menschen, was er bei den Menschen bewirkt hat, was er ausgelöst hat. Diese Freude, diese Zufriedenheit, diese Unterstützung auch wirklich. Das war wirklich ganz toll und sehr, sehr beeindruckend. Jedes Jahr zeichnet die Stadt Münchner Unternehmen für ihr ehrenamtliches Engagement aus. Für ihn ist es so eine Selbstverständlichkeit, andere Menschen glücklich zu machen und das irgendwie auch so zum Ausdruck zu bringen. Und er sagt selber, mir ist viel geholfen worden und was ich erfahren habe. Und das will ich anderen Menschen zurückgeben. Und das ist schon was Besonderes. Und deswegen finde ich es auch schön, das auszuzeichnen und solche Menschen auch darzustellen, weil sie absolute Vorbilder für unsere Stadt sind. Und es ist ja auch schön, dass wenn andere sagen, hey, ich finde dieses Engagement so toll, ich möchte mich auch so engagieren, ich möchte mich auch einbringen. Und das ist genau das, warum wir so stolz auf München sind, weil dieser Zusammenhalt da ist. Und Ibo hat bei der Verleihung auch verkündet, dass er schon ein neues Projekt hat. Den nächsten kostenlosen Haarschnitt bekommen Münchens Waisenkinder.